Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Avorion hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind Chaos und Thompson. Hallo. Hallo. So, der eine hat ein Schiff, der andere nicht. Kann der eine mit Schiff den anderen ohne Schiff nicht abholen oder kannst du nicht irgendwie spawnen auf dem Clan-Schiff oder so? Geht da irgendwas? Gute Frage. Weiß ich nicht. Könnte mich ja... Du hast einen Notruf von einer unbekannten Quelle erhalten. Hast du das? Nee. Mhm. Dann ist mir das auch egal, dann gehe ich da nicht hin. Notruf von unbekannter Quelle kann immer nur heißen, dass ich dann irgendwie mit irgendeinem rumboxen muss. Gefahr. Vielleicht dann Lockruf oder so. Ich will doch eigentlich bloß hier an den Stock ran jetzt hier. Lass mich doch mal andocken. Hallo? Warum habe ich da so Schwierigkeiten mit dieses... Es gibt Upgrades, wo man seinen Traktorstrahl verbessern kann. Man könnte den Repair-Dock... Könnte man an den Repair-Dock kann man changen, wo man spawnen will, quasi. Ah, okay, das Ressourcendepot ist wirklich nur für die Ressourcen da. Okay, gut, das hätte ich mir jetzt ja auch denken können, eigentlich. Na gut, dann fliegen wir mal dahin. Die Folge ist schon zu Ende oder eine neue? Das sind die neue schon. Das ist schon die zweite, eigentlich jetzt schon fast die dritte, weil wir schon wieder so viel Zeit in der ersten verbracht haben. Also gucke ich mal, ob ich hier meine Milch loswerde. Du musst es dir irgendwo hierhin abliefern, ne? Ja. Die Mission kann ich ja nur leider nicht machen. Ja, man kann sie leider nicht übertragen. Tut mir leid. Aber... Macht nichts, ne? Dann automatisch Versionsaktor nehmen. Im 0. Sektor gibt es auch keine Materialien gerade. Antriebsaggregate, Fusionskerne, Plasmazellen, Stahl. Ach, wo willst du denn hier jetzt so ein Zeug verdödeln hier, verklappen? 19 Kilometer, ne? Fliegen wir da. Ich baue ein bisschen was ab. Und muss ich dann eigentlich überweisen, dass du es dir runterziehen kannst von der Kasse? Oder geht das eh automatisch? Von der Kasse kann das, glaube ich. Bei dir geht alles in die Clankasse. Weil irgendwann musste ich es auch überweisen. Oder war das? Achso, das war, wie ich noch nicht das Clanschiff hatte. Nein, das war. Ja, genau. Wie du das mit der Drohne gerade gebaut hast. Das Clanschiff überweist sozusagen gleich. Ich meine, ich könnte mein Schiff zurückholen. Das kostet aber 77.000. Ich habe jetzt 4.000 Eisen und. Nein, 77.000 an. Ja, 4000 Eisen, 800 Titan habe ich gerade gefarmt. Wie viel brauchst du? Steht das irgendwo, wie viel für eine komplette Reparatur? Wie viel kostet so ein Reconstruction Token? War ich die Fracht nicht an Bord genommen oder bin ich? Fracht. Eisen, Metallschrott, Milchprodukte habe ich. Und Titanmetallschrott habe ich. Und das ist meine Fracht, das dann. Aber warum kann ich denn das hier irgendwo verkaufen, verdammte Axt? Solltest du das doch hierher liefern? Schade, dass du es nicht sagen kannst, wo du es hinliefern musstest. Oder so. Ja, du stehst nicht im Missionstext. Komisch. Bin ich überhaupt im richtigen Sektor? Nee, bin ich ja noch gar nicht, ne? Okay. Nein, bist du noch nicht. Weil mir hier einen Wolf suchen. Dann musst du manuell springen. Manuel. Hallo, mein Name ist Manuel. Bohrerfabrik. So, dann gucken wir doch mal, was man in der Bohrerfabrik kaufen kann. Altmetall und Bohrer kann man da kaufen. Aha. Diamanten, Laserköpfe, Prozessoren und Stahl kann man dorthin verkaufen. Also ich bin ja dafür, dass wir so ein bisschen merchantmäßig unterwegs sind, ne? Aber weiß ich jetzt nicht, ob euch das gefällt. Ich mag gerne Sachen abbauen. Hä? Wie? Da habe ich einen riesen Klotz, da kann ich ordentlich Eisen in die Clankasse spülen. Also kannst du ein Schiff aufbauen, also. Ich bin da jetzt gerade am Abbauen. Krass. Wie wär's, wenn du es neu baust einfach? Naja, das muss er ja machen.
Ja, ich flieg da gerade zum Repair-Dock. Da hat einer ein Schiff gebaut, das schaut aus wie ein Sessel. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Thron. Hä? Hey, wo? Der fliegt da gerade neben mir, also halt so ein NPC. Okay. Ich hab da ein riesen Eisen-Asteroid gefunden. Ja, du, ich sehe unten nur 6000 Eisen jetzt in deiner. Siehst du es auch aufploppen, wenn da was dazu kommt, oder? Ja, ja, natürlich. Ah. Weil du ein Clanschiff hast. Okay. Aber es ist eigentlich eh praktisch, oder? Wenn ich gerade nicht blank bin, so wie am Anfang. Wenn ich was hab, dann ist, finde ich eh gut. Ja. Ja, ich find's irgendwie noch immer doof. Ah. Ja, du kannst jetzt Sachen abbuchen hier. Ich hab so einen riesen Teil. Hier ist ein Reparaturdock drinne. Mehr nicht? Deine Energie ist niedrig. Ich muss mich dann bald, glaube ich, auch mal einen größeren Laser umsehen. Ein Bergbaulaser. Geht's mit der Drohne eigentlich schneller, oder? Nein. Okay. Ein Reparaturdock und eine. Nicht mal ein Tor ist hier drinne. Schon schwierig hier. Naja, ein bisschen Titan liegt hier rum, da können wir ein bisschen Titan nebenbei abbauen noch. Ich muss meinen Frachtraum auch mal neu organisieren beim Schiffumbau. Ich wollte eigentlich mein Schiff neu umbauen. Der Abbau von dem Teil ist zach. Aber es gibt ordentlich Eisen. Ich denke, du baust gerne ab. Ja, schon. Und dann ist es doch nicht so zach. Da ist so viel drinnen. Huch. Ich glaube, ich habe die Station kurz angeditscht. Ditch. Plus 5000. Ich habe das Teil noch nicht mal zur Hälfte abgebaut. Also hier kann ich keine Milchprodukte loswerden. An dem Reparaturdock. Ich baue mal noch ein bisschen Titan ab. So. Wie war der Tipp von dem Zuseher oder Zuseherin, dass man besser abbauen kann? Diese Drohne, oder? Hey? Was du am Anfang gesagt hast. In der vorigen Folge. Jetzt wie man mehr Ressourcen rauskriegt. Ja, indem du Bohrer hast, die halt Erze abbauen und nicht das fertige Produkt. Da musst du sie zwar raffinieren, aber. Du hast halt einen höheren Ertrag. Ja. Ja, dann muss man halt zusätzlich zu so einer Raffinerie fahren. Oder fliegen, besser gesagt. Ja, oder selber eine bauen, ne? Das kannst du auch selber bauen. Ah, okay. Die Klankasse wird gefüllt. Ja, schön. Also ich habe immer noch keine Stelle, ich weiß es immer nicht, also ich habe noch keine Stelle gefunden, wo ich Milch verkaufen kann. Also das Habitat hatte ich ja wenigstens so ein bisschen in Verdacht, dass man da Milch kaufen könnte, ne? Ja. Mhm. Oder verkaufen könnte, aber... Die wollten es auch nicht haben. Hm. Na gut. Ihr könnt ja mal gucken, ob man bei uns da irgendwo, also ich weiß ja nicht, wo ihr jetzt seid, aber jetzt sind wir ja schon wieder verstreut in der ganzen Galaxie. Ich bin im Startsektor.
Baust du gerade dein Schiff wieder neu? Ja, ich versuche gerade Ressourcen zu verkaufen. Okay. Dass ich es mal quasi wieder kaufen kann. Piraten greifen den Sektor an. Okay. Ich bin so schön am Farmen. Wo bist du denn? Im Danion Enemy Gamma. Irgendwie sehe ich den Piraten noch nicht. Auf der Karte. Hallo. Piraten, seid ihr? Hallo, Piraten, hallo? Ah, da drüben. Hallo? Also greifen eh die anderen Leute an. Naja, ich glaube. Ich fahre hier weiter. Sonst fange ich wieder einen Konflikt an und das wollte ich ja nicht. Ich greife einfach niemanden an hier, der mich nicht angreift. Ja, das ist... Klingt gut. Gar nicht mal so dämlich. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Habe ich auch sonst nicht gemacht. Die haben mich angegriffen, die anderen. Ja, ja. Immer sind die anderen schuld. Ja? So. Kann ich vom Eisen, was ja, du... Ich bin da gerade heftig am Abbauen, also du kannst... Soll ich alles halt verkaufen? Was? Was? Wie viel Eisen soll ich verkaufen? Kann ich 10.000 nehmen? Oh, brauchst du Credits? Ja. Oder wie? So. Ich kann auch Credits so einzahlen. Du hast, zahlst die ja schon quasi automatisch ein. Thomas. Was? Dein... Das Clan-Konto ist gleich dein Konto. Okay. Naja, irgendwann wird das kapieren. Irgendwann wird das verstanden. Ja, jetzt sind am Konto irgendwie 0 Credits. 2000 Eisen. Aber da steht 6000. Ich habe nichts vom Konto genommen. Okay. Ich auch nicht. Weil wenn ich jetzt I drücke, oder ist das mein persönliches? Das ist dein persönliches. Am Clan-Konto sind 23.000. Okay. So, ich glaube, ich habe jetzt genug Credits. Ja, ich habe genug Credits, um mein Schiff wieder zu holen. Was? Ja, wie gesagt, ich bin hier noch am Abbauen. Du kannst dir auch selber noch Eisen überweisen, wenn du was brauchst zum Bauen. Ja, ich muss jetzt mal wieder zum Reparaturdock fliegen. Das Reparaturdock und das Erzdock sind 40 Kilometer auseinander. Mit der kleinen Drohne ist das ein bisschen mühsam. Ja. Aha. Mal sehen, was die Piraten hier im Sektor treiben, ob sie mir schon nahe kommen. Ah, die wurden schon bekämpft. Das ist schön. Muss ich gar nichts machen. Und mich mit niemandem anlegen. Das ist sehr schön. So, dann gucken wir doch mal, was ich hier... Güter handeln. Tja, hier wäre ich meine Milch auch nicht los. Aber hier könnte ich Tesla-Spulen verkaufen. Hast du die? Nee. Aber ich weiß, dass im Nachbarsektor eine Tesla-Spulenfabrik war. Ja, und dann, wenn du zurück bist, brauchen es plötzlich keine Tesla-Spulen mehr. Ah, ich sag dir. Computer-Mainframes kann ich auch verkaufen. Arzneiwaren. Antikraftgeneratoren, ja, Aluminium. Sollen wir am Anfang jetzt mal Handel machen, oder? Ja, Handel und Bergbau und... Ja. Ja, aber damit können wir nicht Quelle. Sektor 343, 322. Ich kann da draufklicken, aber irgendwie kommt nichts. Naja, ich springe jetzt mal wieder zurück. Nein. Nein, das sind so persönliche Missionen. Pui. Es geht schnell, dass man das abbaut. Wieso? Ja, es war irgendwie eben so ein riesen Asteroid und die äußere Hülle, das hat urlang gedauert und jetzt beim Kern, da geht es plötzlich ganz schnell. Hm, okay. So, aber wie gesagt, ich habe da jetzt, glaube ich, 20.000 Eisen oder so abgebaut. Solar Badlands 2, aber der hat keine Sprungtore. Wieso hat der keine Sprungtore? Ich glaube, wenn man so einen Sektor hat mit so vielen Ressourcen, muss man das ausnutzen, weil sonst ärgert man sich nachher.
Was ist das? Das ist ein Handelsposten. Und das hier ist ein mobiler Ressourcenhändler. Fliegen wir doch mal zum Handelsposten hier. Vielleicht kann ich hier meine Milch noch loswerden. So ein Cheat. Warum habe ich bloß Milch gekauft? Ich mag doch selber Milch nicht. Warum denke ich denn, dass die Aliens das mögen? Alienmilch. Ich habe mein Schiff wieder. Dann würde ich es jetzt mal so umbauen, dass du gescheit steuern kannst. Korrekt. Was? Ich soll es nicht gegen. Und ich habe auch gelesen, dass diese Bremsdüsen oder Ausgleichsdüsen besser wirken, wenn man es halt weit entfernt vom Schwerpunkt nutzt, was eigentlich eh logisch ist. Was willst du vom. Wie kann man sich den Schwerpunkt anzeigen lassen? Hä? Hey? Weiß ich nicht, aber mach halt irgendwelche Stäbe zur Seite, wo du es drauf sitzt. Ja, nö, weiß ich auch nicht. Aber es ist besser so. Was? Wie? Warum? Ja, du kannst ja ich mag euch einfach. Denken. Ich mag euch einfach. Wir mögen dich auch. Lizenz für besondere Güter kaufen. Nein, will ich nicht. Ich will Milch verkaufen. Oh. Was ist denn O? Einem Crash sehr knapp entgangen hier. Der will auch keine Milch haben, der Handelsposten. Oh, der Planet ist immer noch jung hier, der glüht noch. Aber ich fliege jetzt mal in den nächsten Sektor, wo ich das zweite Mal gestorben bin. Mhm. Vorsichtig. Weil jetzt habe ich ja keinen Stress und sammle mal meine Ressourcen auf, wenn die noch da sind. Er will Ressourcen aufsammeln. Jetzt habe ich schon wieder 12.000 Eisen. Das ist doch gut. Ich glaube, ich schaue mich dann um nach besseren Bergbaulasern. Ja. Die gibt's halt auch nicht in jedem Sektor. Nee. So. 12.900. Was? War da noch? Da ist noch ein bisschen Eisen. Ich werde dann immer in der nächsten Folge werde ich auch wirklich mein Schiff jetzt hier umbauen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Eisen ein, damit ich noch ein bisschen Struktur für den Fracht machen kann. Wie bitte? Ich sammle jetzt noch ein bisschen Eisen ein, damit ich noch ein bisschen meinen Frachtraum und das alles mal ein bisschen umbauen kann. Ich weiß noch nicht, wie sich das jetzt generell handhabt, wenn ich jetzt meinen Mitfracht an meinem Schiff rumbaue und den Frachtbauraum entferne, weil das ist ja quasi das, was passieren wird jetzt. So. Ich glaube, quasi solange du nicht. Solange mein Baumodus ist. Genau. Ja, aber wenn ich dann wieder weniger Frachtraum habe als vorher. Ja, dann schon. Dann wird es wahrscheinlich rausgedrückt. Oder er gibt dir eine Warnung aus. Ja, mal gucken. Okay. Hier bei dem Gate sind keine Materialien. Die sind wahrscheinlich schon despawned oder so. Ja. Gehe ich auch von aus. So, wie kann ich den Totenkopf vom Sektor entfernen? Ich glaube rechtsklick, oder? Markierung entfernen. Come on. Geht nicht. Tja. Du wirst du immer daran erinnert, wo du gestorben bist. Aber wenn man mehrfach in einen Sektor stirbt, dann nicht. Naja, da fragt man sich, was jetzt gesünder ist, ne? So, dann wollen wir jetzt mal in genutzte Upgrades. Wie oft sagen Sie mir das noch? Ich fahre jetzt zum Thompson. So. Aber ich habe hier bald alles weggebaut. Ja, ja. Aber ich will nur wieder in eure Richtung kommen. Ja. Das sind Alien-Schiffe. Ah, das ist noch so ein großer. Ah ja, gucke an. Da droppt es schon raus. Wenn ich den Frachtraum kleiner mache, das fliegt hier schon draußen rum. Oh je. Hm? Fliegt hier alles außerhalb rum jetzt? Naja, mal gucken, das will ich schon irgendwie wieder zurückkriegen. Wo ich hier überall Frachtraum drin hatte. Finde ich ja schon sehr interessant.
So. Ich finde das mit den Jump Gates aber cool. Ja. Ja, wo war das Titan? So, jetzt machen wir hinten erstmal eine große Platte dran aus Frachtraum. Die Blöcke wollen wir haben. Korrekturdüsen, nein, Frachtraum. So, jetzt machen wir erstmal einen Frachter hier draus. Indem wir sagen, hier dran, richte dich aus. Werde länger. Und breiter, ja, so sieht es doch ganz gut aus, oder? Wie Frachtraum wird das? Keine Ahnung. Ach, da unten, oder? Nee, das nehme ich bloß die Kosten. Machen wir mal 6x6x6. Ah. Auch wenn eine Kuh da ist, das ist nicht unbedingt eine Kuhfarm, sondern das hier ist eine Schafsfarm. Das ist doch ein Sektor. Ja, ja. So, zwar nicht mittig angebaut, aber okay. Das ist noch okay soweit. So, jetzt brauchen wir einen Titan-Generator. Titan, dann nehmen wir erstmal Titan-Triebwerke noch hier hinten dran. Ja, jetzt nicht so groß. Das ist ja viel zu klotzig hier. Dann machen wir so. So. Schön flach. So. Jetzt sammle ich mein Material hier schon während des Bauens wieder ein. Muss man da nur nah hinfliegen oder sonst noch was machen? Musst du nur nah hinfliegen. Enemy Alpha, wo ist denn das Gate? So, dann haben wir das schon mal. Jetzt brauche ich noch die Generatoren. Mit Quartiere nicht. Wo ist denn dieser scheiß Generator hin? Es wäre irgendwie cool, wenn es quasi so ein Navigationssystem geben würde, was dir die Gates anzeigt. Es gibt, wenn du auf, also wenn du so weit raus scrollst, dass du dein Schiff nicht mehr siehst, rechts so eine Liste. Welches sind dann die Tore und Schiffe und sonstige Sachen. Ich weiß nicht, ob man sonst cool auf diese Sektorübersicht kommt. Aber eben wenn man so weit rausscrollt, dann sieht man das. So, du bist in Enemy Gamma Delta Gamma. Wer ist wo? Und auch umso weiter die Jump Gates auseinander sind, umso mehr zahlt man auch an Gebühren. Okay. Okay. Aber die paar Credits. Und ich glaube, man kann nur durch Jump Gates springen, mit denen man befreundet ist. Ja, oder halt gute neutrale Beziehungen. Genau. Ja, mit allen, wo man nicht verfeindet ist. So. Oder wenn man verfeindet ist, dann schließen sie das Gate, wenn man durchspringen will. Dann knallen wir gegen die Wand. Naja, wieso? Dann fliegst du wahrscheinlich durch, aber springst nicht. Aber wenn sie schließen das Gate, dann baut man voll ran. Ich glaube, da ist dann dieser Dings einfach weg. So wie beim Stargate glaubst, dass dann einfach leer ist? Ja. So, ich bin jetzt in deinem Sektor, Thomas. Okay. Hast du noch Ressourcen irgendwo zum Abbauen? Ich schau grad. Das ist ein bisschen. Ich hab ein bisschen den Überblick hier verloren. Ja, ich sehe hier Titan. Okay. Okay, dieser Titan-Asteroid ist gerade gesprungen. Wohin? Ja, von einer Position zu einer anderen. Okay. Ich glaube, das war einfach nur ein Glitch. Da ist noch ein riesiger Eisen-Asteroid bei mir in der Nähe. Okay. Na dann.
Dann mal ran an den Feind. Ja, ich flieg da jetzt nur sehr langsam ran. Kannst vielleicht verstehen, warum. Nee, irgendwie nicht. Ah, da bist du. Ja. So. Was ist da? Oh, ist da... Ah, da ist auch ein Wreckage. Echt? Ja, ich hab Laser zum Abwracken. Okay. Einen. So. Den gekauft, oder? Nein, gefunden. Von Piraten, die mich angegriffen haben. Ah, oh, praktisch. Brauchst du Hilfe, oder? Nein, aber du kannst das Titan neben mir abbauen. Was ist der Titan? Warum? Bin ich Trägheit. Blöd? Vielleicht hast du keine Abwracklizenz. Nein, wenn ich im Baumenü bin, Was hast du dir da gebaut? Was? Dein Schiff sieht ziemlich interessant aus. Da. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das so schlecht steuern kannst. Korrektur. Ja, du hast eh gesagt, draußen ist nichts dran. Ja, und links, rechts hast du nur sehr wenig. Da ist nur diese eine flache Reihe. Ja. Pedorampe, Fixierer, Druck. Wo ist denn der Trägheitsdämpfer? Was geht jetzt ab? Gibt's das Asteroid denn bei fliegt hier durch die Gegend, wenn ja, ich ihn abbaue? Das war vorher auch. Aber eigentlich sollte, wenn man mit normalen Bergbaulasern drauf schießt, er sich nicht bewegen. In diesem Material nicht verfügbar. Ah, okay, gut. Ich muss mir den Flugschreiber da gerade mal ausmachen. Manche Gegenstände sind für andere Spieler reserviert. Oh. Ah, du hast Loot geclaimed. Nicht automatisch, aber weil ich... Weil du begonnen hast wahrscheinlich. Ja. Achtung, ich fliege an dir vorbei. Das da hinten ist der große Brocken, meinst du, oder? Oh, fuck. Hoppala. So, dann müssen jetzt mal hier deinen Flugschreiber da reinpassen. Und den Trägheitsdämpfer. Den Trägheitsdämpfer haben wir ja hier schon. Oh, ich sag vorsichtig gesagt. Oder so vorne ein riesiges Rammschild. Ich, naja, aber wenn es gegen das Gate mit dem Boost fliegst, dann bringt das auch nichts. Aber ich sehe die Ressourcen nicht mehr, wo du gemeint hast. Achso, der ist jetzt zu klein. Moment. Wo ich gemeint habe? Dass die für mich bestimmt sind. Ich glaube, das waren die Blöcke, die ich versucht habe, irgendwie abzubauen. Ich wollte da helfen. Ah, hast du einen, auch so einen Wreckage-Laser? Nö. Weil man kriegt halt viel mehr raus, wenn man so einen Laser benutzt. Ja, ich wollte dir da helfen, aber es hat eh nicht geklappt. Okay. Du hast gesagt, das ist für dich reserviert. So, dann haben wir den Trägheitsdämpfer nach vorne dran. Dann brauchen wir natürlich noch Korrekturdüsen gerichtet nach vorne. Aber du willst, kannst hier ein bisschen mithelfen. Ja, ich habe nur meinen Mining Laser wieder dran montieren müssen. Okay. Okay. Gerichtete Korrekturdüsen. Ah ja, ein bisschen was habe ich angesammelt. Dieser Titan-Asteroid hier. Ja. Der klitscht so. Bei mir ist keiner. Hast du den gesehen? Direkt vor mir ist einer. Dann muss ich dich auch noch sehen. Der wechselt aber die ganze Zeit Position. Da ist noch ein Wrack und da liegen noch Sachen herum. Wo ist ein Wrack? Und ich verlege irgendwie so ein bisschen die Orientierung gerade. Ah ja. Und da schwebt doch irgendwas herum. Da. Ah, da. Okay. Ich will irgendwie diesen nicht abbauen. Wo ist das Wrack? Soll ich es abwracken? Ja. Warte, wie kann ich... Ah, ich seh's. Da schwebt auch noch ein Teil herum. Also ich seh das Teil. Geschützkontrollsystem. Ah, damit kann man dann mehr Geschütze, glaube ich, haben. Ja. Da machst du dieses Wrack? Ja. Siehst du's? Ja, ich seh's. Was, dann mache ich weiter mit
großen Asteroiden. Ich glaube, die Sachen spawnen auch nach einiger Zeit wieder. Weil vorher, wie ich allein war, war da nichts mehr drin im Sektor. Ja, ja, die spawnen nach einer Zeit wieder. Könnten wir eigentlich fast die ganze Zeit da bleiben. Kannst du schauen, was das System macht? Welches System? Was du da gerade aufgesammelt hast? Ich habe mehrere davon. Ja. Weil vielleicht könnte ich damit quasi Bergbaulaser und Abwrack-Turret gleichzeitig betreiben. Ja, sicher. Geschützkontrollsystem ZGKS1, unbewaffnete Geschütze plus 1. Oh! Bin ich denn da jetzt so bereit mit mal? Fügt Slots für unbewaffnete Geschütze hinzu. Jetzt geht's. Ja, vielleicht mag ich das auch haben. Hast du aber ich weiß nicht, ob ich noch Slots habe. Mach das doch mal weg hier. Hey, wieso kriege ich das da nicht sauber dran? Das ärgert mich jetzt gerade aber ein bisschen. Was tauscht du dagegen? Hast du irgendwas Cooles? Ich hätte ein paar Türme. Okay. Die dich vielleicht interessieren könnten. Ein cooler Bergbaulaser wird sein. Den habe ich leider nicht, weil... Doppel-Eisen-Bergbau geschützt du. Warte, ich baue mir den derweil dran hier, während ich das mache. Das hier auch extra. Aber das kann man eh wieder ausbauen. Piraten greifen den Sektor. Am besten warten wir einfach ab. Ja, mit einem Abwracklaser kannst du die Piraten voll gut angreifen, glaube ich. Echt? Aber die reichen nicht. Ah, sie greifen mich an. Oje. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Und verschwinde hier. So. Sind die schon so nah? Ah, da. Ja, ja. Warte. Kann ich die nicht angreifen? Ein Schiff in deinem Sektor ruft um Hilfe. Wieso streuen meine Geschütze so? Das kann ich dir nicht sagen. Hilfe? Ja, ich greife hier gerade selber an, Thomas. So, jetzt haben wir dann erstmal, das ist da vorne doch erstmal schon mal schön gepanzert. Den einen hab ich. Aus hier, dieser Klotz. Okay. Ich muss mehr Steuerdüsen reinbauen. Und größer. Hatte ich, ja. Komm zu dir. Der eine verfolgt sich leider. Ich brauche noch bessere Geschütztürme. Da noch eine Panzerplatte dran. Da noch eine Panzerplatte. Bin unterwegs und helf dir. Problem ist, ich drehe mich viel zu langsam. Viel zu dick die Panzerplatte. Wenn ich mich schneller drehen würde, könnte ich mich auch um die kümmern. Beziehungen zu den Freibeutern verbessert. So, und den letzten. Ich komme. Bleib da, wo du bist. Ja, ich greife den gerade an. Mit Bergbaulaser und Abwracklaser. Es ist zu schnell. Was ist das, eine Meldung hier? Nicht, weil ich will nicht in euch beide gleichzeitig so reinkommen. Mechaniker, dein Schiff wird gibt's langsam fahren. Team Damage eigentlich? Weiß ich nicht, ich habe aber seine Dinger zerstört, seine... Er sollte gleich weg sein. Da. Hier kann ich jetzt irgendwie Personal zuordnen. Passt. Ja. Da liegt Loot für dich rum. Ja. Da sind irgendwelche Sachen. Hä? Was ist ich glaube, das sind deine. Da wo ich gerade. Ja, oben ist was für ja, dich. Ja, die Drehgeschwindigkeit ist noch schlecht. Also ich habe jetzt nicht genügend Mechaniker dafür. Das Schenk heißt, also, ich muss jetzt mal langsam dann doch die Panzer. Ah ja, da sieht dieses Symbol. Okay. Das ist der Titan. Damit wir das mal wegkriegen. Symbol, das haben wir immer noch, aber es ist nicht ganz so schlimm, glaube ich. So, dann brauche ich jetzt. Also müssen wir erstmal die Folge beenden. Wir haben jetzt hier ordentlich dran rumgebaut an unserem Rüssel. Anders kann ich dieses Schiff jetzt erstmal nicht nennen, aber naja, wir gucken mal, was da noch draus wird. Momentan haben wir ein bisschen zu wenig Mechaniker, die Folge ist zu Ende. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde hier verbracht, viel zu lange eigentlich, aber okay. Bei uns waren Chaos und Thompson, die haben sich schon gegenseitig irgendwo wieder gefunden und die machen schon was. Die Vakiv-Buccaneers sind mir auf ewig dankbar, das ist schön. Sehr schön, nice. Wunderbar, einwandfrei, ich glaube, sie hören mich nicht. Ich sag mal doch, tschüss. Doch, wir hören dich. Tschüss. Servus. Ja,